Guten Tag, ich heiße Bartosz Szylla. Deutschland gehört zu den mächtigsten Nachbarländern Polens. In unserem Film erzählen wir nicht über die Geschichte Deutschlands, die mit unserer verbunden ist, sondern über etwas Gegenwärtiges. Wir stellen die größten und bekanntesten deutschen Filme vor, die ganze Welt erobert haben. Adam Opel, das bedeutende deutsche Automobilunternehmen, das Personenkraftwagen und Lieferwagen herstellt. Das Unternehmen ist Tochtergesellschaft der General Motors Corporation und wurde von Adam Opel in Rosenheim gegründet. Mercedes-Benz ist die deutsche Marke für die deutsche Konzern Daimler, produzierende Auto, popular genannt Mercedes. In der Kategorie der Personenkraftwagen gehört Mercedes-Benz zu der renommiertesten Automarke in der ganzen Welt. Volkswagen, der deutsche Autokonzern mit dem Sitz in Wolfsburg in Niedersachsen. Er besitzt hat 48 Produktionsbetriebe in der ganzen Welt. Zum Konzern gehören folgende Marken: Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, Skoda, Volkswagen, Scania, MAN und Porsche. Bayerische Motorenwerke ist das deutsche Autokonzern, das Personenkraftwagen, Motorradern, Motorroller und Motoren herstellt. Siemens, die führende internationale Konzern der Energiewirtschaft, der Elektrotechnik und Elektronik und der Telekommunikation. Der Hauptsitz dieses Konzerns befindet sich in München und Berlin. Die Firma Siemens wird auf der Frankfurter Börse und Wertpapiere notiert. Die Gruppe Bosch, Konzern der Autozubehörung Industrietechnik, Produzent der Auto- und Industrietechnik, Nutzgüter und des technischen Zubehörs von Gebäuden. Dieser Konzern wurde in Stuttgart von Robert Bosch gegründet. Deutsche Lufthansa, das größte deutsche Luftverkehrsunternehmen mit Hauptsitz in Köln. Deutsche Lufthansa ist Führerin der internationalen Verständigung der Fluggesellschaften. Star Alliance, die Flotte der Lufthansa, sagt heute über 300 Flugzeuge. Bayer war bedeutende deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen, gegründet von Friedrich Bayer und Friedrich Westcott. Der Firmensitz war Soest-Barmen. Metro Group, der deutsche Handelskonzern, gegründet von deutschen Milliardär und Soldaten der Wachen des Krieges in den Truppenwaffen SS-Wagen.
in Poland is Metro Group, inhabited by Makro Cash and Carry, Real, MediaMart, and Saturn. Badische Anilin und Soda Fabrik, das größte chemische Unternehmen in der Welt, mit Sitz in Deutschland. Die Gruppe BASF besteht aus 6 großen chemischen Komplexen und 385 Produktionsbetrieben auf der ganzen Welt. DHL Express, das Unternehmen, beschäftigt sich mit Transport Deutsche Post, hat den Kauf der Unternehmensaktien begonnen und übernimmt es im Jahre 2002. Henkel, weltweit tätiger Konzern der chemischen Industrie mit Hauptsitz in Düsseldorf. Er spezialisiert sich auf Produktion für Hilfsmittel und Mittel der Hygiene für den Haus- und Industriegebrauch. Henkel ist Inhaber von solchen Firmen wie Persil, Perlu, Silat, Burr, Schwarzkopf, Bliskur, Fa, Patex, Ceresit, Schauma, Sonat, Palette. Continental, die deutsche Aktiengesellschaft, ist der größte Produzent der Bereifung in der Welt. Adidas, die deutsche Firma, die Schuhe und Sportkleidung erzeugt. Diese Firma ist Sponsor von FIFA und Fußballmannschaften Deutschlands, Spaniens und Russlands. Haribo, die deutsche Lebensmittelfirma, die Süßwaren herstellt. Die Firma Haribo erzeugt vor allem Gummibärchen, von denen Goldbarren besonders bekannt und beliebt sind. Hugo Boss, deutsche Firma, die Kleidung und Parfums produziert. Im Zweiten Weltkrieg waren die Häftlinge Furs nachher der Uniformen für Deutsche beschäftigt. Die Firma Hugo Boss war Produzent der Uniformen für SS, Wehrmacht und Hitlerjugend. Film powstał przy współpracy Kamila Kumalji Film z Golca i Bartosza po prostu Sylwii. Szczególne podziękowania dla Karola Tutka za pomoc. Cięcie. A co jeśli nam pani nie postawi czwórek? Spoko, mam klamkę. Czystą klamkę. A jakby ktoś nie wierzył, że to my robiliśmy ten film, to ja, a Kamil i Karol, to Kamil i Karol.